So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart DS. Ja, Leute, heute sind wir mit Daisy in der Ballonbalgerei. Ja, Teams habe ich einfach mal angemacht, weil, weiß ich nicht, weil Teams toll sind, eventuell. So, erstmal einen Gegner abschießen. So. Jawohl. Dann habe ich auch so schon meinen ersten Ballon gekriegt. Wo sind denn die Items? Sind die nur in der Mitte oder wie? Tatsächlich, die sind, glaube ich, nur in der Mitte. Ja, mal schauen, was ich jetzt kriege vom Buhu. Okay. Jetzt muss ich gut treffen. Ah, Mist. Ja, oh, ja, toll, jetzt. Jetzt habe ich mich selber getroffen. Prima. Aber wir haben wenigstens gewonnen. Naja. Manuel, mal wieder. Profis am Start. Na, Finstervilla kommt jetzt dran. Gruselig. So. Und mal schauen. Ja, toll. Toll gemacht, Manuel. Wo sind denn die Gegner? Hier ist ein Gegner. Komm. Komm her, Gegner. Könnte mal ein Gegner herkommen, wenn ich den Stern habe? Prima. Prima. Das wäre eventuell ganz toll. Wow. Scheiße. Verloren. Scheiße. Ja, Leute, ich würde sagen, wenn ihr den Part aktiv verfolgt, dann schreibt mal Hashtag Ballon in die Kommentare. Da wir ja hier in der Ballonbalgerei sind, aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wahrscheinlich werden die letzten zwei Parts ein bisschen kürzer sein. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal schauen. Je nach Lust und Laune, ne? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Scheiße! Schon wieder verloren. Sag mal, was ist das? Leute, das liegt an meinem Team. Mein Team ist so scheiße. Es bin nicht ich, nein. Ihr lügt doch. Das liegt nicht an mir. So. Gegner, könntest du eventuell herkommen? So. Ein paar. Als ob den nicht mal ein Panzer trifft. Das ist doch. Das ist doch, wie Domtrinder so schön sagen würde. Betrug! Jawohl, aber einen Ballon habe ich mir schon mal ergattert. So. Dann werfe ich eine Bombe nach ihm. Dann hab. Ich ihn nicht getroffen, wie es scheint. Mist. Mist, Mist, Mist. Du, 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 du. So, wo sind denn die Gegner? Gegner, sag mal, wo seid ihr denn? Ah, Mist. Jetzt kommen die mit der Tinte hier. So, ah, Mist. Gegner, wo seid ihr? Da hinten ist. Okay, da war auch einer. Oh, Scheiße, jetzt bin ich ins Wasser gefahren. Scheiße. Aber wir haben gewonnen. Ja, ziemlich lustig. Jetzt steht es 2-2. Ich bin mal gespannt, wer am Ende gewinnt. Röhrenplatz kommt jetzt. Da guckst du in die Röhre, was? So, wa? Ach ja, ich erinnere mich noch an diese Strecke, sage ich jetzt einfach mal. Die mochte ich immer. Die mochte ich immer. So, einen Ballon habe ich schon kaputt gemacht vom Gegner. Und so. Mist. Da habe ich ihn nicht getroffen. Da habe ich ihn nicht getroffen. Ich finde es einfach scheiße. Ich finde es einfach genial gemacht mit diesen Röhren, aber ja. Prima. Wir haben wieder gewonnen. 3 zu 2. Das freut mich doch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich die Runden jeweils eingestellt habe.
Ich glaube 1 oder 2 Minuten. Oder kann man das überhaupt einstellen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es jedenfalls nicht eingestellt. Sagen wir so. Oder ich habe es so gelassen, wie es ist. Falls man da irgendwas einstellen kann. Mist. Gegner, komm mal her. Meine Gegner sollen herkommen, wenn ich den Stern habe. Die können sich ruhig mal bis irgendwas... Sorry. Die können sich ruhig mal ein bisschen was trauen. So. Da werfe ich mal... Scheiße. Das war ja ein Fake-Block. Hä? Scheiße. Verloren. Mist. Und jetzt kommt wieder die süße Torte. Ah, oh, wie süß. So. Und, ui, erstmal über den Kuchen drüber fliegen. So, ich fahr den mal hinterher und schieß ihn ab. Jawohl. Aua. Das war gerade einer aus meinem Team. Habe ich das richtig gesehen? Und der rempelt mich einfach an. Es geht aber nicht hier, ja? Finde ich nicht in Ordnung. Mensch. So, übrigens, die Strecken habe ich jetzt einfach zufällig gemacht. Ja, keine Ahnung. Könnt ihr mal ein Gegner kommen? Als ob ich den nicht getroffen habe. Hä? Leute, ihr habt es gesehen. Ich habe ihn direkt eine reingeschossen und treffe ihn nicht. Ja, gut, also habe ich mich beschwert? Ja, habe ich. Berechtigt. Mist. Sag mal, die Gegner sind aber auch ein bisschen... Die sind auch ein bisschen blöd. Beziehungsweise, die sind so gut. Mist, jetzt habe ich einen aus meinem Team getroffen. Mit dem roten Panzer, wenn ich das richtig gesehen habe. Das gibt's ja gar nicht. Boah, 3 rote Panzer, ey. Gegner, kommt her. Komm schön zu... Scheiße. Ja, wenn die auch aus meinem Team einfach in meine Panzer reinfahren. Mist, ja, den Stern habe ich nicht gesehen, scheiße. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Okay, prima. Ja, Leute, wenn ihr den Part aktiv verfolgt, schreibt Hashtag Ballon in die Kommentare. Ich würde sagen, wir spielen einfach jede Map, jede Karte 2-mal. Ja. Es ist dann, denke ich, ganz in Ordnung. Der Part dürfte dann auch eine angenehme Länge haben. Denke ich jetzt einfach mal. Sag mal, wo sind denn die Gegner? Mist, jetzt bin ich vorbeigefahren. Ja, oh Gott. Was mache ich hier? So, da unten ist der Donkey Kong. Komm, Donkey Kong, komm her. Komm, treff ihn. Mist. Hat es ihn getroffen oder nicht? Ich glaube, es hat ihn getroffen. Scheiße. Ah, nee, Leute, aber ich sehe gerade, ich glaube, das ist gar keine Länge von den Maps. Da ist gar keine Länge eingestellt, sondern das wird einfach beendet, wie ich das richtig gesehen habe, wenn ich meinen Ballon verliere. Dann endet die Runde. Ah, Mist, wieder ein Fehlstart. Naja, passiert mal. Passiert mal. Der Donkey Kong. Komm her, Donkey Kong. Donkey Kong, komm her. Okay, ein Ballon habe ich kaputt gemacht. Ich glaube, es war nicht der von Donkey Kong. Aber egal. Ich möchte bitte diese Box. Und jetzt? Was für ein Item? Ah, scheiße. Ja, das wird immer... Das wird tatsächlich immer, die Runde wird tatsächlich immer beendet, wenn ich sterbe. Tatsächlich. So. Oh, und jetzt wieder meine Lieblingsstrecke. Prima. So. Prima. Einen Ballon konnte ich mir schon ergattern. Und hier... Ja gut, ich müsste vielleicht mal ein Item kriegen. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. So. Jetzt müsste ein Gegner wiederkommen. Okay, prima. Hä? Ich habe ihn gar nicht getroffen. Sehe ich gerade.
Lol. Als ob ich ihn nicht getroffen habe. Ja, habt ihr doch gesehen, dass ich den abgeschossen habe. Hä, den habe ich auch nicht getroffen. Sag mal, was ist hier los? Was ist hier los? So, aber den treffe ich jetzt, oder? Auch nicht. Hä? Komisch. Sehr, sehr komisch. Naja, was soll's denn? So, jetzt gib mir ein schönes Item vom Gegner. Doch kein grüner Panzer, was will ich denn damit? Was will ich denn mit dem Schinken? Oh, Schinken, lecker. Der Manuel, immer ans Essen denken. Immer ans Essen denken. So, jawohl, aber den habe ich getroffen. Achso, ich habe die anderen Gegner doch getroffen, glaube ich. Ah, so. Weil unten, ihr, ich weiß, ihr seht's nicht, aber unten wird immer angezeigt, wie viel Ballons. Ach so, ich dachte, das sind die Ballons, die ich von den Gegnern getroffen habe. Aber dabei sind es die Ballons, die ich habe. Okay. So, jetzt kommt noch einmal die Nintendo DS Map. Auch eine sehr lustige Idee, wie ich finde. Kann man mal machen. Bei einem Nintendo DS Spiel. Oh, ich sehe, das ist der Titelbildschirm von diesem Spiel hier. Sehr, sehr lustig. Wo sind meine Gegner? Hier? Okay. Prima. Aber das finde ich blöd, dass einem angezeigt werden, wie viel Ballons man hat und nicht, wie viel Dings man hat. Wie viel man getroffen hat. Aber auch egal, Leute. Das war es von diesem vorletzten Part von Mario Kart DS. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ist, denke ich, wirklich nicht zu viel verlangt. Ja, wer den Part aktiv verfolgt hat, schreibt das Wort, das ich 2 oder 3 Mal genannt habe, in die Kommentare. Aber ja, dann würde ich auch sagen, danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen und tschüss!